Hallo meine Lieben und willkommen zu einer weiteren Folge von The Promised Neverland. So wie ich es kenne, würde Emmas Talk no Jutsu wahrscheinlich reichen, um alle Monster davon abzuhalten, Menschen löschte es. Ach, die haben das gar nicht mehr aufgebaut. Warum eigentlich nicht? Ach, da schau her. Die sind Brüder. Oh. Okay. Du kleines verräterisches Aas. Du glaubst doch wohl nicht im Ernst, dass wenn du zurückkommst, dass die dir irgendwas geben, oder? Die werden dich gleich wieder ins Labor stecken. Halt. Was war das letzte Folge? Heißt das, die haben uns jetzt die ganze Zeit verarscht? Dass der Kerl gar nicht gegen die ist, sondern dass es Teil des Plans ist? Okay. Warum macht ihr das? Das ist wieder, wie ich gesagt habe. Ja, baut das ruhig über 3, 4 Folgen auf und dann. Oder macht es in der vorletzten Folge und verwerft es dann in der nächsten Folge. Will es auch nicht wirklich größer geworden in einem Jahr? Ah, eine andere Mama. Was heißt das jetzt? Die werden doch jetzt nicht alle gegessen, oder? Jetzt sind sie wieder am Anfangspunkt angekommen, ne? Ich reg mich eigentlich gar nicht mehr auf, weil was in den nächsten 5 Minuten passiert oder welche Wendung die Story noch nimmt. Es ist eh nicht vorhersehbar.
Die weiß bestimmt, dass Phil von der anderen Farm kommt, gell? Wo die Kiddies geflüchtet sind, oder? Ein Ballon? Als ob das nicht wohl das absolut gefährlichste ist, was man machen kann mit dem Ballon. Einmal reingeschossen, ist kaputt. Und fällt natürlich überhaupt nicht auf, gell? Und wie wollen sie die Kiddies retten mit dem Ballon? Was ist denn das? Das ist Batman? Ach, die verteilen die einfach nur. Ich verstehe es nicht. Was soll das? Ja, genau deswegen. Das habe ich gemeint. Ja, bumm, kaputt. Keine Möglichkeit mehr zu flüchten. Vielleicht wollen sie auch gar nicht flüchten. Warte. Sind die Dinger leer? Aber das ist nicht möglich. Du kannst die Dinger nicht steuern. Wie geht es? Wie lässt sich ein leerer Ballon steuern? Jetzt kommen sie wieder mit irgendwelchen Absurditäten, die keinen Sinn machen. Yay, Sanju! Hä? Das hört mich total. Was ist das jetzt? Achso, Lämpchen hier. Ja, und die rufen nicht Hilfe von woher, die Monster? Das war doch das Erste, was ich mache. Das ist wieder alles viel zu einfach. Ja, und es ist natürlich, da sind keine Fallen drin, keine verschlossenen Türen. Aber das ist ja wirklich eine Riesenüberraschung. Ich dachte, ihr der spielt falsch. Nix ist es. Die Augen. Klein Emma. Was ist jetzt los? Ja, und wie haben die sich jetzt da eingeschlichen?
Mal schnell den Server hacken. Schade, ich hätte es eigentlich interessanter gefunden, wenn er sich gegen die Kiddies gestellt hätte. Aber es sind ja nur noch die Folge und die nächste. Das hat nicht funktioniert. Des Supporters. Ach, verstehe. Jetzt tricksen sie bestimmt die Mamas aus, oder? Garantiert. Ah ja, wie in der ersten Staffel. Es ist so unlogisch, aber es ist trotzdem irgendwie interessant. Lauft, kleine Kinder, schneller, lauft. Wie sind denn die da durch? Ich hoffe echt, dass Sanju sich nicht am Schluss noch dagegen stellt. Ich wüsste zwar nicht warum, aber man weiß ja nie, was noch passiert. Da kommt mit Sicherheit noch ein Cliffhanger. Da muss einer kommen. Das wäre nämlich sonst einfach. Nein, wirf nicht deinen Bogen weg! Oh mein Gott, bitte! Oh, so süß! Aber was ist mit den Kiddies, die sie nicht gerettet haben, die noch irgendwo anders sind, auf anderen Farmen? Also irgendwas muss noch passieren. Irgendwas. Da hat garantiert auch ein Ass im Ärmel, der Kerl. Ein Bruder von Minerva. Ja, funktioniert nicht, genau, ja. Strom abgestellt vermutlich. Die Mamas mit Maschinengewehr, nee. Oh ja, jetzt kommt Großmutter Isabella. Sieht das krass aus. Oh nein. Es ist nicht zu lösen gerade im Moment. Aber wo ist denn denn, wo ist Sanju?
Komm, da muss doch noch irgendwas passieren, oder? Ja, immer, das funktioniert bei dem nicht, die Technik. Den kannst du ein Ohr abkauen, das bringt nichts. Nein, komm on, nein. Ich hatte so einen Gedanken, aber dass sich das bewahrheitet. Aber was will sie dafür? Das macht sie doch nicht freiwillig, oder? Hä? Okay, nein, das ist zu viel. Nein. Also jetzt macht ihr es wirklich einfach, oder? Isabella ist voll das Badass hier. Geil. Wahnsinn. Ey, das wäre ein super cooles Cosplay. Oh. Oh, verdammt. Oh nein. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hinaus wie Zinnsoldaten. Schieß ihn bitte einfach ab. Hä? Hä? Was kommt jetzt? Ach, der hat seine Leute mitgebracht. Aber sind das jetzt alle so wie Sanjo und Ding? Nee, das sind einfach wütende Bauern. Das ist wie der Sturm auf die Bastille. Ja, und die Verstärkung? Was ist mit denen? Können die auch zu den anderen, zu den normalen? Ah, die haben ja in ihrem Leben noch keine Monster gesehen. Ja, aber es gibt doch immer noch die Monster, die ganz oben sind, ja? Was ist denn mit denen? Oh mein Gott, ich habe ein ungutes Gefühl. Hoffentlich wird die nicht erschossen. Aber selbst wenn, dann ist ja immer noch der Opa da. Ich dachte, jetzt hätte er vielleicht noch einen Ass im Arm, aber.
Ich meine, ich fände es krass, wenn sie das wirklich schaffen würde, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Ach, da schau her. Das ist also von seiner Familie gemacht, das ganze Chaos. Also, wenn jetzt ihr Speak No Jutsu selbst bei ihm hilft, dann bin ich wirklich erstaunt. Vielleicht sollte sie Psychologin werden. Ein Wort und die Menschen sind geheilt von ihren Sorgen und Ängsten und Nöten. Aber, also das mit Mama hat mich jetzt wirklich total überrascht. Vor allem hier das mit dem Maschinengewehr. Was? Hä? Wie funktioniert das? Ich verstehe das nicht. Ich kann es nicht mehr ernst nehmen, wirklich. Oh, mir tut die Mangalese wirklich leid. Aber ich meine, ja, das ist nur noch die Folge nächste. Sie müssen es irgendwie zu Ende bringen. Wenn sie jetzt nochmal irgendeinen Twist einbauen, dann funktioniert das nicht. Und ich meine, inzwischen ist es ja klar, also eigentlich dürfte man nicht mehr überrascht sein über solche Wendungen. Ja. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Also ich sehe nur zwei Möglichkeiten, wie sich das in der nächsten Folge auflöst. Entweder schmeißt er alles hin und sagt, ja, will in Frieden leben und das, was meine Vorväter gemacht haben, das verwerfe ich jetzt. Oder er dreht völlig durch. Keine Ahnung, ich weiß es auch nicht mehr. Also niemand weiß, welche Wendungen diese Serie noch nimmt. Naja, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, dann like, das kann folgen und danke fürs Zusehen. Bye bye.